Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um das Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende. Die Digitalisierung der Energiewende haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das ist im Großen und Ganzen Smart Metering oder eben das Nutzen der Smart Meter Gateway Infrastruktur für verschiedenste Anwendungen, die smart sind. Smart Grid, Smart Mobility, Smart Home, Smart City, Smart Services. Soll alles auf der gleichen Basis wie Smart Metering und Submetering laufen, also über das Smart Meter Gateway. Und diese Standardisierung ist eben in der Standardisierungsstrategie für die Digitalisierung der Energiewende besprochen worden, haben wir auch schon mal in einem anderen Video uns angeschaut. Und ein weiterer wichtiger Punkt in dieser gesamten Entwicklung ist das Stufenmodell. Das haben wir im letzten Video zur Marktanalyse Version 1.2 aus dem Oktober 2020 des BSI rund um den Smart Metering Markt nämlich schon mal angesprochen. Da ging es darum, dass nämlich ab Stufe 3 dieses Stufenmodells bestimmte Funktionalitäten am Markt zu erwarten sind und deswegen bla bla bla. Da habe ich darauf verwiesen, ja, schaut euch mal dieses Stufenmodell an, das ist teilweise schon ersichtlich, teilweise intransparent. Was es gibt, ist zum Beispiel, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, dieses Stufenmodell vom BSI und dem Bundeswirtschaftsministerium, was ja auch für Energie noch zuständig ist. Und das hier ist eine Version, die ist aus der Mitte 2020, ne? Die ist, wie wir sehen können, vom Juli. Aber es ist erstmal eine gute Grundlage, mit der wir uns das genauer anschauen können und sehen können, was soll denn jetzt überhaupt passieren mit dieser Smart Meter Gateway Infrastruktur und wie soll die sich weiterentwickeln? Auf was für Grundlagen wird das überhaupt gemacht? Und wie immer ist das ja ein Dokument, was natürlich 180 Seiten lang ist. Also gehen wir mal durch so die wichtigsten Sachen und kriegen ein Gefühl dafür, wie das aufgebaut ist. Und ihr könnt euch das dann auch im Detail weiter anschauen. Wir sehen hier eine gut 170 Seiten ungefähr mit dann noch dem Literaturverzeichnis. Gehen wir mal zum eigentlichen Inhalt. Also dieses Dokument beschreibt jetzt den Aufbau der Funktionalitäten der Smart Meter Gateway Infrastruktur, damit wir die konkreten Tarifanwendungsfälle, die wir ja schon kennen, also die Sachen, die das Gateway ganz konkret machen soll, realisiert werden können. Wir schauen uns jetzt das an, was praktisch am Markt wahrscheinlich gemacht werden soll mit diesen Geräten, sogenannte energiewirtschaftliche Anwendungsfälle, und schauen uns dann an, wie diese durch Technik umgesetzt werden. Sogenannte Systemanwendungsfälle. Es ist komplex und es wird noch super komplex, aber bleibt mal mit dran. Wir schauen uns das mal an. Es gibt hier also insgesamt eine Roadmap dieser Weiterentwicklung, die auch wie immer mit viel Branchenfeedback und öffentlichen Konsultationen und sowas abläuft. Das läuft auch schon eine ganze Weile. Dann gibt es da verschiedenste Entwicklungen, die schon gemacht worden sind, zum Beispiel die diversen Anwendungsfälle überhaupt, die so ein Smart Meter machen könnte. Und daraus sind verschiedene Cluster zum Beispiel entstanden, wie der Cluster Elektromobilitätsladen oder Cluster Submetering oder Cluster was auch immer. Und jetzt sind diese Funktionen praktisch priorisiert in dieses Stufenmodell. Man sagt eben, naja, Status Quo, jetzt ist Stufe 1. Und wenn bestimmte Funktionen realisiert werden, dann ist das dann das Erreichen der Stufe 2. Wenn bestimmte andere Funktionen technisch am Markt wirklich erreichbar sind, sind wir in Stufe 3, dann kommen diverse andere Anforderungen zustande. Und dann, wenn alle weiteren Funktionen auch umgesetzt sind, dann sind wir in dieser Stufe 4, was praktisch hier das Ziel wäre. Das ist erstmal die gesamte Logik hinter diesem Stufenmodell. So, und was dahinter steckt, sind eben verschiedenste Taskforces und Arbeitsgruppen, die es in diesem ganzen Kontext gibt. Zum Beispiel gibt es da eben eine Arbeitsgruppe Gateway-Standardisierung. Es gibt eine Taskforce Smart Grid, eine Taskforce Smart Mobility und so weiter, die dann eben sich mit verschiedensten Themen und Hintergründen beschäftigen. Und da heraus gibt es jetzt einen aktuellen Stand, der erstmal ganz interessant ist und der noch weiterhin wichtig ist. Dieser Stand sagt schlussendlich Folgendes. Es gibt sogenannte HLSUCs, das sind High-Level System Use Cases und das sind die ganz konkreten einzelnen Anwendungsfälle, das sind über 500. Die Liste ist lang genug. Diese HLSUCs werden jetzt auseinandergenommen und angeschaut, was ist das, was die am Markt können sollen. Die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle und was steckt dann dahinter als technische Umsetzung, Systemanwendungsfall und wie kann man diese herbeiführen durch gewisse Bausteine, Funktionsbausteine. Und genau so ist es jetzt aufgebaut. Es gibt energiewirtschaftliche Anwendungsfälle, EAFs, die beschreiben eine energiesystemrelevante Leistung.
Es gibt dann die Systemanwendungsfälle, SAFs, die beschreiben die technische Umsetzung des EAF. Und dann gibt es die Funktionsbausteine FB. Und das ist im Großen und Ganzen die modulare Aufbauten dieser Systemanwendungsfälle. Ja, einzelne Funktionsbausteine zusammen kombiniert werden zum Systemanwendungsfall oder zu mehreren Systemanwendungsfällen. Das ist erstmal der logische Aufbau dieser einzelnen Arten von Hintergründen, die wir jetzt betrachten, um dieses Stufenmodell zu verstehen. Das sieht schlussendlich so aus. Wir haben hier einen energiewirtschaftlichen Anwendungsfall. Das ist praktisch eine Kategorie von Funktionen, die die Smart Meter Technologie können soll. Am Markt, am Netz, wie auch immer, mit energiewirtschaftlicher, systemrelevanter Leistung. Und die ist jetzt auf bestimmte Kundengruppen zugeschnitten. Kundengruppen in dem Fall Einspeiser, die flexibel sind oder nicht flexibel sind, und Verbraucher, die flexibel sind und nicht flexibel sind, Speicherbetreiber und so weiter. Das sind jetzt erstmal die Kundengruppen dahinter. Für verschiedene Kundengruppen sind jetzt verschiedene Anwendungsfälle relevant. Und daraus ergibt sich jetzt eben, ja, okay, diese Untergruppe zum Beispiel von diesen Kundengruppen wird jetzt gerne kann nur dann diese Funktionalität umsetzen, wenn sie einen Systemanwendungsfall 1 hat, der wiederum aus bestimmten Funktionsbausteinen besteht. Das ist jetzt diese Logik hinter diesen Fällen. Es gibt was, was wir am Markt oder am Netz machen wollen, was bestimmte Kunden interessiert. Und damit diese Kunden das machen können, müssen bestimmte technische Bausteine von Software und Hardware zusammengestellt werden, und die zusammen ergeben eben einen Systemanwendungsfall. Wir gehen gleich mal durch und dann erkennen wir den Sinn dahinter. Ach ja, genau, die Priorisierung ist nochmal ganz relevant, nämlich man sagt jetzt natürlich die wichtigsten und einfachsten Sachen zuerst und das, was ein bisschen mehr Aufwand noch hat, ein bisschen später, sodass wir zum Beispiel sagen können, Relevanz für eine Quente groß, dann ja, dann ist es dringend und soll schneller passieren. Hingegen ist es ein hoher Umsetzungsaufwand, weil noch viele technische Anpassungen zum Beispiel laufen müssten, dann ist es weniger dringend, dann wird es später gemacht. Genauso Anpassungsbedarf Gesetze, ist das hoch, müssen viele Gesetze neu geregelt werden, dann ein bisschen später. Und ist es zum Beispiel wirtschaftlich relevant, weil es den Markt weiter vorantreibt, dann ja, dann soll es schneller passieren. Und so können wir uns das jetzt schlussendlich mal anschauen. Wir gehen jetzt mal ein paar Seiten nach vorne und sehen zum Beispiel die relevanten Kundengruppen, die wir jetzt hier betrachtet haben. Ich habe es schon angedeutet, Verbraucher, Erzeuger, Prosumer, jeweils unterteilt in unflexibel, teilflexibel und vollflexibel. Speicherbetreiber, Immobilien- und Quartiersbetreiber, die natürlich nochmal ganz wichtig sind, weil wir in einem großen Wohnblock mit mehreren Mehrfamilienhäusern, zum Beispiel Photovoltaikanlagen und Blockgaskraftwerke und so weiter zusammen haben, die sich auch nochmal in einem Microgrid zusammenstellen könnten und wo auch nochmal Speicheranlagen sein könnten und so weiter. Ne? Und dann haben wir sehr, sehr flexible Möglichkeiten, dort mit umzugehen. Und zum Beispiel auch hier Ladeeinrichtungsbetreiber, die auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Und so sind diese Kundengruppen hier nochmal ein bisschen weiter erklärt. Kann man sich anschauen, wenn man sich jetzt damit weiter beschäftigen möchte. Im Kapitel 3, Punkt 3, kommen wir dann zu den energiewirtschaftlichen Anwendungsfällen. Und das sind, wie wir hier sehen können, 18 Stück. Oder sind das mehr? Das sind dann sogar 20, weil hier noch 01 und 02 steht. Genau, dann sind das wahrscheinlich 20. Ja, ist jetzt ein bisschen klein, aber keine Sorge. Wir kommen jetzt gleich in die Unterkapitel und da sind die nochmal ausgeschrieben. Wir sehen aber hier in dieser Grafik zumindest, welche dieser energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle zu welchen Kundengruppen Relevanz finden. So, gehen wir mal rein. Jetzt gibt es ja zum Beispiel den energiewirtschaftlichen Anwendungsfall, Erhebung von abrechnungsrelevanten Daten, Strom am Netzanschlusspunkt. Und alternativ, Erhebung von nicht abrechnungsrelevanten Daten. Ne? Also das ist erstmal nichts anderes als, so ein Smart Meter muss halt Messwerte aufnehmen können. Egal erstmal welcher Form, aber er muss es erstmal aufnehmen können und damit was machen können. Klar, keine Frage. Das ist ein energiewirtschaftlicher Anwendungsfall. Klar, logisch. Gehen wir mal weiter und dann sehen wir noch mehr dieser Kategorien, die auch hier immer schön tabellarisch erklärt sind mit Grundlagen, Hintergründen und so weiter. EAF 1, Steuerung, Verbrauchseinrichtung in Niederspannung. So, das ist jetzt also hier zum Beispiel eine Funktionalität, die kann eben nur mit einem Smart Meter Gateway ordentlich umgesetzt werden, so wie wir sie haben wollen, um dann zum Beispiel eine netzdienliche Steuerung umzusetzen, um Netzengpässe auszugleichen. So, das ist also eine Kategorie von Tätigkeit, die auf Grundlage des Smart Meter Gateways laufen soll. Das ist so der Sinn dieser EAFs. Das sind also Kategorien von diesen energiesystemrelevanten Leistungen. Ne? So, und dann gibt es jetzt noch verschiedene andere, Energiemanagement, Erhebung Netzzustandsdaten,
Fernauslesung, Mehrsparten-Metering, was dann wieder dieses Submetering-Thema wäre, wo wir Wärme und Wasser und Strom und andere Sensordaten zusammenziehen wollen. Erhebung von Netzzustandsdaten anderer Sparten, Laden, E-Mobilität, Teilnahme, Regelenergiemarkt, haben wir mehrfach. Dynamische Tarife für Elektrizität, Messen und Steuern für Redispatch, Messen und Steuern für Direktvermarktung, Prepaid-Tarife, Bereitstellung von Daten für Mehrwertdienste, wo dann die diversen Services mit dahinter stecken würden, die erst kommen können. Bereitstellung von Daten für Mehrwertdienste, Gas, Wasser, Wärme, also nicht Strom. Laden an nicht öffentlichen Infrastrukturen, Fernauslesung, Strom und Fernauslesung, RLM, Gas. So, das sind jetzt erstmal die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle, die hier beschrieben sind. Das sind jetzt also, wie gesagt, Kategorien von energiewirtschaftlichen systemrelevanten Leistungen, die auf Grundlage und Basis der Smart Meter Gateway Infrastruktur nachher funktionieren sollen. Die sind jetzt hier jeweils erklärt, auf welcher Grundlage die geregelt sind und was die genau meinen und wie die bisher umgesetzt werden und wie die im Großen und Ganzen auch in Zukunft auch umgesetzt werden sollen. Und damit verstehen wir erstmal, was ist der Status quo, auf dessen Grundlage die regulatorische Weiterentwicklung rund um das Smart Metering passiert. Das ist aber viel Text, das könnt ihr euch also im Fall, wo es euch interessiert oder wo ihr das als Stadtwerk, Netzbetreiber, was auch immer umsetzen würdet, könnt ihr euch das hier durchlesen und könnt verstehen, wie wird das im Markt geregelt? Weil das hier ist ja jetzt eine Unterlage vom BSI und vom Bundeswirtschaftsministerium. Das sind ja die Grundlagen der Regulierung. Ne? Also auf dieser Grundlage wird es dann auch noch immer weiter am Markt geregelt. Jetzt könnt ihr damit also verstehen, wie diese Services, die ihr nachher wirklich am Kunden haben wollt, eigentlich mit dem Smart Metering umgesetzt werden. Das ist für die Vorbereitung ganz hilfreich und wertvoll. Also schaut euch ruhig diese Unterlagen dann mal an, die wir natürlich unten in der Infobox verlinken werden. So, wie gesagt, werden diese EAFs jetzt durch die Systemanwendungsfälle technisch umgesetzt. Ne? Das ist praktisch die technische Umsetzung eines EAF für bestimmte Kundengruppen. Diese SAFs, Systemanwendungsfälle. Im Großen und Ganzen ist es aber erstmal für die Weiterentwicklung wichtig, dass wir dort Fokus-SAFs haben, die also am wichtigsten für die Weiterentwicklung erstmal sind. Und das ist nämlich hier die Leistungsbegrenzung mit Leistungsüberwachung im Smart Meter Gateway durchführen, dann Submeter-Messwerte über das Smart Meter Gateway transportieren und Messwertverarbeitung zur Abrechnung des gemessenen Ladestroms am Ladepunkt für wechselnde Ladeeinrichtungsnutzer mit Dauerschuldverhältnis. Im Großen und Ganzen Smart Grid, Smart Metering oder Submetering und Smart Mobility. Also verschiedenste relevante technische Umsetzungen, die jetzt gerade am wichtigsten sind. Ja, das ist die Unterteilung dieser drei Fokus-SAFs, die auch gleich dann nochmal ein bisschen weiter beschrieben sind. Wir haben ja ein paar Seiten, die sind im Querformat. Sorry, dass es hier gerade nicht ordentlich dargestellt wurde. Jedenfalls werden diese dann hier im Weiteren noch genauer beschrieben. Jetzt haben wir gerade hier so verschiedene Abkürzungen gehabt. Genau hier. Systemanwendungsfälle der Stufe 3. Und da ist es eben beschrieben, die diversen energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle, die EAFs, werden umgesetzt durch bestimmte SAFs. Wie jetzt eben hier 1.1, Leistungsbegrenzung mit Leistungsüberwachung im SMGW, haben wir gerade gesehen. Die, die wir übersprungen haben, ne, die also nicht diese Fokus-SAFs sind, die stehen hier trotzdem. Lokales Energiemanagement für einen Anschlussnutzer durchführen oder hier Netzzustandsdaten für Elektrizität an EMT bereitstellen, externe Marktteilnehmer. Hier haben wir wieder den hervorgehobenen, hier haben wir wieder den hervorgehobenen, hier geht es wieder weiter mit anderen. Könnt ihr euch also alles auch tatsächlich im Detail anschauen und die dann auch jeweils teilweise in anderen Dokumenten nochmal weiter auseinandernehmen. Das sind schlussendlich die technischen Funktionalitäten im Gateway, die dann unsere energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle ermöglichen. Und diese sind jetzt hier eben auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben, jedenfalls die Fokus-SAFs. Wie gesagt, hier Leistungsbegrenzung mit Leistungsüberwachung im Smart Meter Gateway. Haben wir auch hier wieder eine tabellarische Erklärung, wie genau das in welcher Form umgesetzt werden kann. Und das eben für diese drei Fokus-SAFs. Punkt. Das sind erstmal die. Schaut euch das wirklich im Detail an, in dem Dokument selbst, wenn ihr damit genauer arbeiten wollt oder müsst. Das ist ja wie gesagt eine 180-seitige Zusammenfassung hier. Ich will es nur versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen, was dahinter steckt.
Diese SAFs sind ja jetzt wiederum zusammengestellt aus verschiedenen technischen Funktionsbausteinen, die FBs, die wir vorhin schon mal erwähnt haben. Auch diese sind hier natürlich wieder beschrieben im Kapitel 5 Funktionsbausteine und dann hier wiederum unterteilt in verschiedene, auch wieder Kategorien, könnte man fast sagen, je nachdem, was damit gemacht werden soll oder wo die dazugehören. Wir haben gerade teilweise schon mal diese Abkürzungen gesehen wie IME oder MTR. Die werden wir jetzt gleich wiederfinden. Es gibt ja zum Beispiel verschiedenste Funktionsbausteine, die erstmal grundsätzlich am Smart Meter Gateway funktionieren müssen. Wir hatten jetzt hier gerade eben vorher schon Erfassung von Messwerten in 15-minütiger Auflösung, dann in 60 Sekunden Abtastung, dann Überwachung der Einhaltung eines Leistungsmaximalwertprofils. Das sind also verschiedene Messungen, die erstmal grundsätzlich von Energiedaten laufen. Also was wie eine Zeitsynchronisierung muss das Gateway können, Leistungsmittelwerte bilden muss es können und so weiter. Das sind also verschiedenste Hintergründe, die erstmal grundsätzlich zu leisten sind. Klar. Aber dann geht es noch weiter. Ja, die sind hier alle so schön beschrieben, kann man sich alle schön anschauen. Dann kommen wir plötzlich zu den Funktionsbausteinen EME. Und EME steht jetzt hier für Energiemanagement-Einheit. Ja, also wenn es darum geht, dass man Energiedaten nochmal genau zusammenfasst und damit was machen kann zur Analyse des eigenen Energieverbrauchs zum Beispiel. Energiemanagement eben. So, und da sind dann nochmal andere Funktionalitäten wichtig oder nur bestimmte Funktionalitäten wichtig. Und deswegen sind die hier noch einmal genauer aufgeführt. Und warum die und in welcher Form die jetzt hier zu betrachten sind. Das ist dann nämlich hier schön auch beschrieben, teilweise mit Fließtext. Kann man sich also alles schön nochmal anschauen, wenn es einen genauer interessiert. Funktionsbausteine SE, das steht, meine ich, für steuerbare Einrichtungen. Das sind jetzt also die Anlagen, die in irgendeiner Form ferngesteuert werden könnten. Auch da, das ist Kommunikation, das ist Zeitsynchronisation, das ist ganz klar, das sind Dinge, die das können muss. Und hier Leistungsmaximalwerte einer steuerbaren Einrichtung, macht alles irgendwie Sinn, dass das damit dazugehört. MTR sind jetzt wiederum moderne Messeinrichtungen, die auch in so einem Netzwerk nochmal anders verbunden sind als eine absolute Standardvariante. Die MTRs sind hier genauer auch definiert. Das sind also die, die in einem LMN-Netzwerk genauer verbunden sind und damit interoperabel zum Smart Meter Gateway sind. Ne? Es gibt ja moderne Messeinrichtungen, die auch tatsächlich komplett verbunden sind mit einem Gateway und dementsprechend auch funken könnten. Das ist hier eben der Hintergrund. Was können die wiederum? Die können messen und versenden von Messwerten. Klar, dafür sind die gedacht. CON steht jetzt hier für Verbrauchsauthentifizierung und Informationsanzeige. Das heißt, hier können wir auch schon sehen, sowas wie lokale Visualisierung von Daten für Rechnungsprüfung und Transparenz. Na, das ist dann wieder etwas, was für den Consumer, deswegen ist hier, steht hier wahrscheinlich CON, für den Consumer wichtig wäre. Da haben wir verschiedene Hintergründe dafür. Und auf diese Weise könnt ihr eben verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist und gemeint ist. Ne? SME steht für Submeter-Einheit, das ist dann wieder das Zusammenspiel von verschiedenen Messungen und wie das eben zusammengefasst werden soll. Ist, denke ich, ganz interessant. Wenn man sich das im Detail anschauen will, einfach machen, einfach mal reingehen und genauer durcharbeiten. Danach kommt nochmal ein Glossar, weil hier viele verschiedene Begriffe ja auch drin sind, die wirklich komplex sind, wo auch ich es nochmal ablesen musste. Und dann haben wir am Ende tatsächlich auch hier 170 Seiten und dementsprechend viel Spaß. Was ich jetzt machen wollte, ist euch ein Gefühl dafür geben, wo man die Grundlagen der Weiterentwicklung dieses Smart Metering Systems, dieses Smart Meter Gateway Infrastruktur finden könnte. Das ist halt alles sehr komplex. Da sind auch viele, 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 viele Menschen und Arbeitsgruppen und Taskforces tätig, das zu erarbeiten. Da sind Behörden tätig. Und wir müssen den Weg finden, wie wir uns dort reinarbeiten und das nach und nach auseinandernehmen. Dafür gibt es eben sowas wie, haben wir vorher schon gemacht, eine Standardisierungsstrategie als absolute Grundlage. Zum Beispiel hier dieses Stufenmodell als weitere Grundlage dafür, wie die Sachen eben weiterentwickelt werden. Und dann gibt es halt sowas wie die technischen Richtlinien, die die konkreten Funktionalitäten der Smart Meter Gateways beschreiben. Und jetzt hier noch ein bisschen genauer, so diverse Anwendungsfälle, die wiederum ganz wichtig dafür sind, zu verstehen, was die Dinger nachher wirklich machen werden. Insoweit habt ihr dann vielleicht hier mit etwas, womit ihr dann auch arbeiten würdet, um genauer zu verstehen, wie eben diese Smart Meter Gateway Infrastruktur nachher funktionieren soll. Vielleicht konnte ich euch ja damit ein bisschen helfen. Habt ihr grundsätzlich erstmal Fragen zu zum Beispiel diesem Stufenmodell oder allgemein dem Voranschreiten der Digitalisierung der Energiewende,
gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.